Hallo an alle da draußen. Ich stelle euch heute das Spiel Das Vermächtnis von Michael Hendrix vor. Hieß ursprünglich Legacy und ist jetzt auf Deutsch bei Pegasus erschienen. Ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen. Man kann es sogar alleine spielen. Und da sehen wir als Aristokraten den historischen Wandel im 18. Jahrhundert voraus und wissen, naja, wir müssen uns hier mit wichtigen Personen verheiraten, um einen Stammbaum der Macht aufzubauen. So auch der Untertitel von diesem Spiel. Es dauert ungefähr 1 Stunde, wie schon gesagt, für 1 bis 4 Personen. Und, naja, ist ein Worker-Placement-Mechanismus. 2 Steine haben wir zur Verfügung pro Runde. Und dabei lösen wir Aktionen aus wie Kinder bekommen oder eine Ehe arrangieren. Also eher Titel, die man so von Aktionen noch nicht kennt. Da sind wir mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe mir schon mal erlaubt aufzubauen. Jeder Spieler bekommt eine Spielerfarbe. In diesem Spiel sind die Farben sehr innovativ. Es gibt Schwarz, Weiß, Braun und Pink. Wir spielen jetzt hier mal mit Pink. Dazu gehört eben ein Spielertableau, 2 Steine, diverse Marker, um Sachen festzulegen. Wir haben hier ein allgemeines Board, auf das alle Spieler sitzen dürfen. Hier unten sind Freunde, was die alles genau machen, erkläre ich gleich. Hier oben Spezialsteine und manch einer mag sich fragen, wieso ist hier so viel Platz? Da wird unser Familienstammbaum entwickelt. Es wird insgesamt 3 Generationen gespielt und das teilt sich auf 9 Runden, wobei die erste Generation 2 Runden dauert, die zweite Generation dauert 3 Runden und die dritte Generation dauert 4 Runden. Man startet das Spiel, indem man entscheidet, ob man als Frau oder als Mann starten möchte. Das macht hier einen Unterschied. Einerseits an dem, mit wem man sich verheiraten kann, aber auch spielwertetechnisch. Männer haben meistens mehr Einkommen, Frauen dafür mehr Startgeld. Wir können hier einfach mal als Frau starten. Da bekommen wir am Anfang 5 Freunde vom Stapel. 1, 2, 3, 4, 5. Die werden wir brauchen, um uns mit irgendjemandem zu verheiraten. Unser Einkommen ist am Anfang 1. Und außerdem bekommen wir 9 Geld. Das entscheidet einfach jeder Spieler, wie er lieber starten möchte. Und dazu bekommt jeder Spieler, abhängig eben von seiner Spielerfarbe, einen Spezialstein, in unserem Fall also rot. Es wird ein Startspieler festgelegt und dann kann man eigentlich auch schon das Spielen anfangen. Gespielt wird einer nach dem anderen. Wenn man dran ist, setzt man einen Stein. Und den darf man entweder hier auf eine dieser Aktionen setzen oder auf sein eigenes Board. Und diese Aktion möchte ich jetzt mal zusammen mit euch durchgehen. Wir haben hier einmal Heirat bzw. Ehe arrangieren. Damit kann man in der aktuellen Generation jemanden verheiraten bzw. eine Ehe für die nächste Generation arrangieren. Also wählen wir das mal aus. Da müssen wir einen Freund von unserer Hand auswählen. Und da wir uns diese Karte noch nicht so genau angeschaut haben, machen wir das jetzt mal. Also jeder Spieler hat hier eine mannigfaltige Auswahl an Freunden auf der Hand und Freunde haben verschiedene Eigenschaften. Zum Beispiel, wie viel Geld die Person in die Ehe mit einbringt. In dem Fall müssten wir 3 zahlen, um den Guten in unsere Familie einzuheiraten. Ich sehe, ich wackel gerade ein bisschen, das tut mir leid. Dazu, die Person hat ein Geschlecht, der ist jetzt männlich, das heißt, den kann ich nur mit einer Frau verheiraten. Er hat eine Nationalität und eine Berufsgruppe, die sind wichtig für eventuelle Aufgaben. Dann haben die ganzen noch einen Effekt, wenn die Heirat ausgeführt wird. In dem Fall wird sich unser Einkommen und unser Ansehen um 1 erhöhen. Und dann gibt es noch einen Spezialtext, der ist einfach von Charakter zu Charakter unterschiedlich. So, machen wir mal noch ein zweites Beispiel. Haben wir jetzt hier zum Beispiel Sarah, die bringt uns Geld ein und sehr, sehr viele Freunde, wenn sie mal geheiratet ist und ist Amerikanerin. Also ich wähle mir dann eben einen so einen Freund aus, dann nehme ich doch einfach mal den Armand, den Wucherer, wenn ich denn ihn gerade eben schon in die Kamera gehalten habe. Den lege ich neben eine Person, hier meiner aktuellen Generation, zahle das Geld, also gut, gebe ich mal 3 Geld ab. Und ich erhalte die Vorteile aus der Heirat. In dem Fall mein Einkommen geht 1 hoch und mein Ansehen geht um 1 hoch. Ziel ist es übrigens, möglichst viele Siegpunkte zu generieren. Der Effekt ist, ich kann mein Einkommen um 1 verringern, um mein Ansehen dafür um 1 zu erhöhen. Na gut, das möchte ich jetzt halt gerade nicht machen. Und wie das beim Heiraten so ist, bekommen die 2 sofort ein Kind. Da nimmt man einfach vom Kindstapel die oberste Karte, deckt die auf und legt das auf der Babyseite hier unter die
aktuelle Generation, dann ist es so, wir legen alle Personen einer Generation nebeneinander, die nächste Generation kommt dann darunter. Was kann jetzt hier passieren? Man kann eben ein Mädchen oder einen Junge bekommen. In den meisten Fällen wird es auch einfach nur eins von beiden sein. Es gibt noch zwei Spezialfälle. Und zwar gibt es besondere Kinder, die irgendeinen Spezialeffekt haben. Zum Beispiel hier hätten wir eine Klatschbase als Kind und wir dürften zwei Freunde ziehen, wenn sie erwachsen wird. Da gibt es verschiedene Sachen. Und dann gibt es noch den Fall von Komplikationen bei einer Geburt. Die Karte sieht nicht so interessant aus, da steht einfach nur Komplikationen bei der Geburt drauf. Wenn wir so eine Karte aufdecken, dann dürfen wir uns entscheiden, also ich habe jetzt dieses Kind nicht geboren, sondern ich habe Komplikationen bei der Geburt, dann darf ich mich entscheiden, entweder die Mutter oder das Kind zu verlieren. Das kommt einfach auf die Spielsituation an, was da sinnvoller ist. In dem Fall dürften wir nicht die Mutter verlieren, weil wir eben hier das Familienoberhaupt haben. Das heißt, da würden wir das Kind verlieren und würden an der Stelle einfach kein Kind bekommen. Jede Familie kann pro Generation nur eine Fehlgeburt treffen. So, mir ist gerade aufgefallen, ich habe etwas vergessen. Und zwar bekommt jeder Spieler am Anfang noch eine Geheimauftragskarte. Übereifrig wie ich war, habe ich die leider vergessen. Da sind einfach nur für die Endwertung Bedingungen drauf, über die wir Siegpunkte generieren können. Die sind von Mal zu Mal anders. Und dazu gibt es noch zwei Spezialbedingungen. Ich zeige euch mal wieder beispielhaft eine. Hier also, in dem Fall würde unser Hauptauftrag lauten, wir kriegen 9 Siegpunkte, wenn man 8 Freunde auf der Hand hat. Und wir haben unten im roten Kasten noch zwei Spezialaufträge. Die müssen wir erst freischalten. Wie das geht, erkläre ich dann bei Aufgabe erhalten. Also jeder Spieler hat so einen Geheimauftrag, nur dass er sich nach dem richten kann, wenn er möchte, wie sein Spiel verlaufen soll. Und damit zurück zu den Aktionen. Also unsere Ehe hat jetzt hier eine Tochter hervorgebracht. Und wir möchten für dieses Kind jetzt eine Ehe arrangieren. Wenn ich jetzt eben Heirat auswähle, kann ich nicht nur Leute in der aktuellen Generation verheiraten, sondern auch für die nächste Generation eine Ehe arrangieren. Das läuft eigentlich gleich ab, nur dass man sich eben einen Freund von der Hand aussucht und ihn erstmal auf den Kopf hinlegt, denn, also in dem Fall wäre das dann so, wir müssen schon das Geld zahlen, beziehungsweise bekommen schon das Geld. Der Effekt löst sich allerdings noch nicht aus. Immerhin ist es ja noch ein Kind, das können wir noch nicht verheiraten. Aber die Ehe ist schon arrangiert. Und wenn das Kind dann erwachsen wird, werden diese Karten umgedreht und der Effekt führt sich aus. Dann gibt es die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Da wählt man einfach ein Ehepaar aus und die bekommen dann ein Kind. Wenn man einen Siegpunkt abgibt, darf man entscheiden, welches Geschlecht das Kind haben soll. Ein Ehepaar darf maximal 3 Kinder haben. Also machen wir es mal. Kinder bekommen, ich wähle dieses Ehepaar aus, die können noch keine Kinder bekommen. Nehme hier eine Karte und es ist ein Sohn. So, dann hat man die Möglichkeit, hier unten Freunde um Geld zu bitten. Da darf man quasi entscheiden, wie viel Geld man bekommt. 2, 3 oder 4. Abhängig, wie stark man das wählt, muss man einen Siegpunkt und einen Freund oder nichts abgeben, wenn man nur 2 Geld haben möchte. Und so ähnlich läuft Kontakte knüpfen. Bei Kontakte knüpfen bekommt man Freunde aus der Auslage. Hier unten haben wir eine Auslage von 5 Freunden. Und wenn man nicht zahlt, darf man sich einen Freund nehmen. Zahlt man 1 Geld, kriegt man 2 Freunde. Zahlt man 2 Geld, kriegt man 3 Freunde. Und dabei gilt die Regel, ein einzelner Freund bleibt nie hier in der Auslage liegen. Den bekommt man dann immer geschenkt dazu. Also nehmen wir zum Beispiel hier dieses Beispiel. Es liegen 3 Freunde aus und ich wähle hier Kontakte knüpfen aus und zahle 1 Geld, dass ich mir 2 Freunde nehmen darf. Nehme mir die 2, ein einzelner Freund bleibt niemals in der Auslage liegen, also kriege ich den hier noch geschenkt dazu. Und dafür wird jetzt die Auslage wieder mit 9 Freunden aufgefüllt. So bekommt man auch wieder neue Freundeskarten auf die Hand. Die Aktionen auf dem gemeinsamen Tableau sind ganz links einen Titel erwerben. Pro Generation gibt es 3 Titel und jedes Ehepaar kann nur einen Titel haben. Da zahlt man das Geld bzw. die Freunde, die hier oben rechts angegeben sind, nimmt sich dann den Titel und legt den an sein Ehepaar an. Also wegen mir, ich möchte jetzt Graf werden, dann zahle ich eben 4 Geld. Hier lege ich mein 5 weg, kriege dafür wieder 1 und werfe noch 2 Freunde ab. Naja, die 2 wollte eigentlich eh niemand haben. Und dafür werde ich jetzt Graf, lege den Graf hier an meine Familie an und dafür steigt mein Einkommen um 1 und mein Ansehen um 2.
Genauso funktioniert auch die Aktion ganz rechts zum Gemeinwohl beitragen. Nur, dass man hier eben etwas macht wie ein Festessen organisieren oder den Bürgermeister besuchen. So, ich weiß gerade nicht, wieso ich den roten Stein benutzt habe. Das darf ich eigentlich nicht. Also ich setze meinen eigenen Stein. Der rote Stein ist ein Spezialstein, dazu komme ich später. Machen wir weiter mit den Aktionen auf dem Board. Zum Beispiel hier den Fruchtbarkeitsarzt anheuern. Manchmal ist es halt wichtig, dass man viele Kinder bekommt. Und dann geht man zum Fruchtbarkeitsarzt. Das kostet einen 2 Geld und einen Freund von der Hand. Und dafür bekommt ein Ehepaar gleich 2 Kinder. Das geht allerdings nur bei Ehepaaren, die noch 2 Kinder bekommen können. In meinem Fall, hier habe ich schon 2 Kinder. Das heißt, ich könnte den Fruchtbarkeitsarzt nicht anheuern, weil ich eine Grenze von 3 Kindern pro Ehepaar habe. Dann gibt es die Möglichkeit, ein Herrenhaus zu erwerben. Kostet 3 Geld und einen Freund. Diese Karten sehen auf der Rückseite alle gleich aus. Ein Ehepaar darf nur ein Herrenhaus besitzen, das legt man dann eben wieder an und dafür erhöht sich das Ansehen um 2 Punkte. Gleich funktioniert es mit dem Unternehmen gründen, kostet 2 Freunde und einen Siegpunkt. Jedes Ehepaar darf nur ein Unternehmen haben, das erhöht unser Einkommen um 1. Und dann gibt es noch Aufgabe annehmen, das kostet uns einen Freund und da kriegen wir 2 Karten und dürfen uns eine aussuchen. Das sind quasi so Mini-Aufträge, die man mitten im Spiel erfüllen kann. Und was hätten wir da jetzt? Hier in diesem Fall hätten wir, naja, wir sollen mindestens 2 Aristokraten in unserer Familie haben, dann zahlen wir ein Geld an die Bank. Dafür bekommen wir einen Siegpunkt und alle anderen Mitspieler verlieren ein Ansehen. Es geht meistens darum, irgendwelche Berufsgruppen oder Nationalitäten in seiner Familie zu haben. Hier hätten wir zum Beispiel, wir sollen 2 Schreiber in der Familie haben, ein Geld an die Bank zahlen, wir kriegen 3 Siegpunkte und naja, jeder Mitspieler muss einem Schreiber von seiner Hand geben. Das ist zumindest in der ersten und der zweiten Generation so. In der dritten Generation, wenn wir dort Aufgabe annehmen, auslösen, nehmen wir uns einfach verdeckt eine Karte und legen die verdeckt unter unsere geheime Auftragskarte. Denn damit schalten wir eine der beiden Siegbedingungen frei. Welche von beiden dürfen wir entscheiden? Also spätestens, wenn wir 2 Auftragskarten unter unserer geheimen Auftragskarte liegen haben, dann sind sowieso beide freigeschalten, wir brauchen uns nicht mehr entscheiden, wir müssen es allerdings nicht von oben nach unten oder ähnliches freischalten. So, an dieser Stelle gibt es noch eine Sache, die redaktionell wirklich sehr, sehr schön gemacht ist, und zwar hier der Durchgang durch die Generationen. Am Ende von jeder Runde gibt es eine Wertung in irgendeiner Weise. Da gibt es verschiedene Symbole, auf die kann man dann immer drauf fahren, dass man weiß, was man schon gemacht hat und was man nicht gemacht hat. Also hier nach der ersten Runde bekommt jeder Spieler so viel Geld, wie er Einkommen hat. Das sind bei mir jetzt 4 Stück, also würde ich 4 Geld bekommen. Nach der zweiten Runde ist es schon ein bisschen mehr. Da bekommt man nämlich einerseits so viel Geld, wie man Einkommen hat. Außerdem bekommt man so viel Siegpunkte, wie man Ansehen hat. Ansehen ist also so eine Art Siegpunkteinkommen. Und außerdem bekommt man so viel Siegpunkte, wie man Kinder in der Generation geboren hat. Und dann geht es in die nächste Generation. Eine Generation fängt damit an, dass einer von diesen Spezialsteinen jeweils in die Mitte geworfen wird und beginnt mit dem Startspieler und dann in umgekehrter Spielerreihenfolge darf sich jeder Spieler einen so einen Stein nehmen. Was können jetzt diese Steine? Diese Steine sind Spezialsteine und können auf dem Tableau eingesetzt werden, allerdings nur auf die Felder der jeweiligen Farbe. Also gelb hat da einen Sonderfall, weil man auf die beiden Seiten gehen kann. Rot dürfte ich jetzt nur auf Aufgabe annehmen setzen. Wieso ist das jetzt interessant? Es ist so, auf dem Spielertableau darf jede Aktion nur einmal pro Runde ausgelöst werden. Das heißt, sitzt ein anderer Spieler schon auf die Aufgabe annehmen, kann kein anderer Spieler darauf. Das geht zwar auch mit den Spezialsteinen nicht, allerdings habe ich mit einem Spezialstein eine mögliche dritte Aktion pro Runde. Beziehungsweise wenn ich jetzt ganz viele habe, kann ich dann auch mal 6 Aktionen pro Runde machen oder ähnliches. Ist allerdings eher selten in dem Spiel. Im Gegensatz zu den Aktionen auf dem eigenen Tableau, ich darf, wenn ich möchte, mehrfach heiraten oder Kinder bekommen auswählen. Das darf ich allerdings nur mit meinen eigenen Steinen machen. Die Spezialsteine sind nur für diese Spezialaktionen. So, und dann habe ich wenn wir in die zweite Generation gekommen sind, abgesehen von den Spielsteinen, noch das Erwachsenwerden der Kinder. Also, hier werden einfach die Kinderkarten umgedreht, sodass sie auf der Erwachsenenseite sind. Und die Ehen werden ausgeführt. Das heißt, jetzt würden diese Effekte zu tragen kommen. Das heißt, ich würde hier 2 Einkommen bekommen und ein Ansehen. Der Kartentext lautet, dieser gute Mann kann leider keine Kinder bekommen. Das wäre jetzt schlecht für mich. Sollte ich mehrere Ehen arrangiert haben, also wegen mir, ich habe jetzt hier auch noch mit dem Bub hier eine Ehe arrangiert,
Dann darf ich entscheiden, in welcher Reihenfolge die Ehen arrangiert werden, sollte es einen Unterschied machen. Nach der 9. Runde wird dann eben auch noch die Endkarte gewertet, also die Endbedingung. Und dann wird geschaut, wer die meisten Siegpunkte gemacht hat. Diese Karten hier mit dem Titel und dem Gemeinwohlbeitrag, da gibt es in jeder Generation genau 3 Stück und die werden eben am Ende der Generation auch aufgefüllt. So, wenn man sich jetzt anschaut, hier in 2 Generationen brauchen wir alleine schon relativ viel Platz. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben hier noch ein Mädchen geboren, dann sind wir in der 3. Generation und in der 3. Generation können wir auch noch Ehen arrangieren. Und außerdem können die später dann ja immer noch Kinder bekommen. Und da sieht man schon, vom Platz her wird das schnell knapp hier. Es gibt auch die Möglichkeit, das Spiel alleine zu spielen. Dazu braucht man die Rückseite von diesem Board. Da stehen andere Namen für die jeweiligen Aktionen drauf. Da heißt dann zum Beispiel, wer waren Sie anstatt Kinder bekommen, beziehungsweise wie groß war meine Familie. Das Spiel kann man, wie gesagt, auch alleine spielen. Man spielt das Spiel im Prinzip rückwärts. Also ich habe nicht eine älteste Person, die Kinder bekommt, sondern ich möchte quasi rausfinden, wer meine Ahnen sind. Dabei geht es auch eben darum, möglichst viele Siegpunkte zu generieren. So, damit möchte ich zum Fazit kommen. Wie immer fange ich da beim Inlay und beim Redaktionellen an. Ein Inlay gibt's nicht, das ist nicht schlimm. Es gibt Plastiktüten, da können wir alles fachgerecht sortieren. Passt an dieser Stelle einfach, da braucht man gar nicht mehr. Redaktionell gibt es eine Sache sehr, sehr lobenswert zu erwähnen und das sind die Regeln. Wir haben hier ein riesiges Regelheft und das geht auch über mehr als 20 Seiten und wer die Regelerklärung gesehen hat, der wird sich fragen, naja, was steht denn da alles drin, so lange waren die Regeln doch nicht. Ja, das liegt einfach daran, dass es zu jeder Regel ein Beispiel gibt und das finde ich einfach gut an diesem Spiel, weil es ein Spiel, das richtet sich nicht unbedingt an Vielspieler. Ich weiß, selbst eine große Hürde für viele Leute, Brettspiele zu spielen, ist es, die Regeln zu lesen und sie zu verstehen. Und das ist hier einfach nicht so schlimm, weil wenn ich eine Regel nicht verstehe, habe ich ein Beispiel dazu, kann es nachschauen und verstehe es dann wahrscheinlich. Das ist einfach sehr, sehr gelungen, finde ich wirklich gut. Also Regeln, selten so schöne Regeln gelesen. Dann zu den Karten. Die Karten sind das Nächste, was mir hier wirklich, wirklich gut gefällt. Und zwar liegt es einfach daran, dass hier auf so viele Details geachtet wurde, die einem auch auffallen. Ich habe hier einfach mal beispielhaft 3 Karten rausgesucht. Da habe ich zum Beispiel Friedrich den Erpresser. Und Friedrich der Erpresser, naja, was wird er für eine Fähigkeit haben? Der hat die Fähigkeit, dass man einem anderen Spieler einen Freund klauen und behalten darf. Finde ich schön, es passt einfach. Oder Hans Heinrich, der Bierbrauer. Naja, was kann ein Bierbrauer? Ein Bierbrauer, den mögen alle. Deswegen, wenn man den in seine Familie reinheiratet, dann darf man einmal Freunde um Geld bitten und das umsonst. Habe ich noch ein 3. Beispiel. Jan, den Arzt. Ja, Jan, der Arzt. Was bringt der? Der gibt uns hier so einen Fruchtbarkeitsarzt an Heuernstein. Naja, gut, das ist, denke ich, sinnvoll, wenn der ein Arzt ist. Und so zieht sich das hier einfach die ganze Zeit durch. Ich kann hier zu einem beliebigen Zeitpunkt abheben. Jetzt habe ich hier Maxim, der Schatzmeister. Ja, ist ein Aristokrat und er gibt uns extrem viel Einkommen und Siegpunkte, wenn wir noch Russen in der Familie haben. Ich kann noch ein anderes Beispiel machen. Helena, die Rosshändlerin. Ja, wir kriegen Siegpunkte, wenn wir Einkommen haben, mindestens 5 Stück. Und dazu noch Freunde. Ich finde, das ist ja einfach alles so passend gewählt, dass es einfach Spaß macht. Ja, das könnte einfach viel, viel schlechter sein, aber es ist hier einfach so gut gemacht, dass man da einfach, ja, es fällt einem auf, es passt und da ist es einfach gut. Dazu hat man eben hier die Möglichkeit, sich dann auch so eine kleine Geschichte zu seiner Familie auszudenken, auch wenn es nichts bringt, aber das Spiel gibt es einfach her. Sei es jetzt, ich habe eine Tochter und ich verheirate diese Tochter, nachdem ich einen Ball veranstaltet habe, kann ich mir denken, ja klar, meine Kleine hat jetzt hier auf dem Ball ihren Ehemann kennengelernt. Das Spiel gibt es einfach her und das ist schön, das macht dieses Spiel aus. Und zum Spiel an sich, also das war jetzt ja im Prinzip alles noch Redaktionelles, die Steine hier sind übrigens auch einfach Holz, passt, was will man mehr. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen klein geworden, zum Beispiel hier diese ganzen Abbildungen oder die Siegpunktleiste, dass man dann mit diesen kleinen Steinen drauf muss, was einfach daran liegt, naja, das Spiel braucht halt unglaublich viel Platz und da muss man irgendwo einsparen, weil wenn wir noch eine riesen Karte auf dem Tisch liegen, dann müssen wir das halt auf dem Fußboden in der Kirche spielen, weil sonst nirgendwo genug Platz ist. Aber gut, da kann man drüber hinwegsehen. Hier redaktionell auch wieder gut, dass wir diese verschiedenen Aktionen auf dem Spielplan haben. Dass wir können einfach diesen Stein weiterschieben und sagen, naja, wir kriegen Geld,
wir kriegen Geld, wir kriegen Einkommen, wir kriegen Kinder, wir kriegen was auch immer, also Punkte für Kinder und ähnliches. Das ist einfach gut gemacht, anstatt dass ich es jedes Mal in den Regeln nachlesen muss. Das, ja, ist einfach hier gelungen. Okay, damit genug redaktionelles gelobt und ab zum Spiel. Das Spiel an sich ist relativ einfach. Tatsächlich muss man wissen, was die ganzen Aktionen können. Teilweise sind es ja auch ungefähr dieselben Effekte, sei es jetzt den Fruchtbarkeitsarzt anheuern oder Kinder bekommen. Dann viel ist wirklich erklärt auf den Tableaus, dass ich das jetzt auf verschiedenen Abstufungen machen kann, zum Beispiel Freunde um Geld bitten oder ähnliches. Die Sache ist, dass es allerdings trotzdem, naja, trotzdem müssen wir Entscheidungen fällen. Das ist, obwohl diese Aktionen relativ ähnlich sind, zum Beispiel jetzt auch Titel erwerben und zum Gemeinwohl beitragen, muss ich mich wirklich entscheiden, wann mache ich was. Vor allem, welche Aktion kann ich vielleicht später noch machen, naja, und eben deswegen vielleicht jetzt erst auf was anderes zurückgreifen und damit einen anderen Spieler blockieren. Die Interaktion ist hier natürlich vor allem über das Blockieren auf dem gemeinsamen Spielplan. Ja, und da hat man einfach die Entscheidung, die man trifft, und man kann sich in diesem Spiel auch so einen groben Plan machen, was man machen möchte. Es ist im Allgemeinen natürlich so, dass, was ich an Freunden auf die Hand bekomme, ist zufällig, abgesehen von denen, die jetzt ausliegen, wobei die, die ausliegen, kann ich jetzt auch nie so stark beeinflussen. Dann die Kinder sind zufällig, ob ich jetzt ein begabtes Kind bekomme oder Komplikationen bei der Geburt habe, kann ich nicht entscheiden. Das, was eigentlich vor allem immer fest ist, ist, sind die Titel und die zum Gemeinwohl beitragen Karten. Wäre das auch noch anders, wäre noch mehr Zufall drin und ne, es wäre wirklich, wirklich ziemlich zufällig. Mir persönlich würde es besser gefallen, wenn es mehr zum Gemeinwohl beitragen Karten geben würde, weil dadurch wäre mehr Fluktuation im Spiel. Das Spiel würde sich immer so ein bisschen anders spielen, aber was dann natürlich der Fall wäre, ja, dass es noch zufälliger ist, dass jemand, der gerade zufällig Startspieler ist, wenn die Titel aufgedeckt werden, sich was kaufen kann und dann ja, hat er im Prinzip aus Glück gewonnen. Das ist jetzt aber tatsächlich nicht der Fall, ist auch nur meine Meinung, deswegen das nur als Nebensache. Ja gut, was gibt's denn noch zu sagen? Das Spiel spielt sich relativ human von der Spieltiefe her, richtet sich natürlich hier auch von der Box her 10 plus, sagt die Box, das muss natürlich auch für Kinder taugen. Kann ich hier auch wirklich unterschreiben, ist schön, man hat im Prinzip immer die Sache, dass man schauen muss, dass man genug Ansehen hat, dass man regelmäßiges Einkommen von Siegpunkten hat. Diese Endaufträge darf man nicht vernachlässigen, beziehungsweise man muss sich nicht so extrem stark darauf konzentrieren. Man kann trotzdem gewinnen, auch wenn man sagt, naja gut, das habe ich jetzt vielleicht nicht so gut erfüllt oder ähnliches, wo man sagt, in anderen Spielen, ohne diesen Endauftrag kann ich es vergessen. Ist hier nicht so, wenn ich sage, oh, dieser Endauftrag gefällt mir jetzt gar nicht, lege ich ihn halt beiseite, nehme die Punkte mit, die ich mitnehmen kann, habe aber trotzdem eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja, also ich denke, man hört es schon raus. Das Vermächtnis gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, weil es ein Spiel ist, bei dem ich spielen muss. Es ist nicht nur ein Spiel, in dem ich, na gut, das war jetzt natürlich ein ziemlich intelligenter Satz, ein Spiel, bei dem ich spielen muss. Nein, es ist kein Storytelling-Spiel, wie jetzt Es war einmal, aber ich habe die Chance dazu. Es ist thematisch unglaublich stark, obwohl es nicht in einen Hintergrund eingebettet ist. Und ich muss Entscheidungen treffen, blockiere ich andere Spieler oder nicht. Mache ich jetzt als erstes eine Aktion, die mir jetzt vielleicht nicht so viel bringt, um, naja, dann eben einen anderen Spieler zu blockieren. Und vor allem eine Entscheidung, die hier auch sehr, sehr wichtig ist, ist, möchte ich zu diesem Zeitpunkt jetzt die und die Ressource oder Einkommen ausgeben, um mir den Vorteil zu holen, oder laufe ich in Gefahr, dass mir das jemand wegnimmt. Das ist gerade in der dritten Generation sehr, sehr interessant bei den Titeln und bei den zum Gemeinwohl beitragen Karten, weil die doch sehr, sehr viele Siegpunkte geben, ich allerdings schon einiges dafür hergeben muss. Also, ich weiß jetzt gerade nicht den Titel von der Karte, aber es gibt eine Gemeinwohlkarte. Da bekommt man 9 Siegpunkte und sie kostet 12 Geld und 3 Einkommen. Na gut, ich kann wissen, ich bin Startspieler, ich kann wissen, dass ich dann 12 Geld habe und 3 Einkommen und mir das sofort kaufen, sind 9 Siegpunkte. Dann habe ich allerdings in der ganzen dritten Generation 3 Einkommen weniger, was einfach nicht zu vernachlässigen ist. Und das sind so Abwägungen, die kann man machen und deswegen ja, gefällt mir auch das Spiel, weil ich eben einfach was denken muss, aber die Sache ist, es wird nicht zu tief, als dass ich sage, das schießt an der Zielgruppe vorbei.
Ja, das war meine Rezension zu Das Vermächtnis, Stammbaum der Macht. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen schmackhaft machen. Wenn das denn so ist, gebt uns einen Daumen nach oben. Was habt ihr von der Erfahrung mit Das Vermächtnis gemacht? Schreibt es mir in die Kommentare. So, jetzt hätte ich natürlich fast eine Sache vergessen. Die Verabschiedung ist zwar schon fast rum, ich will es trotzdem noch sagen. Und zwar, es gibt ja auch noch einen Einzelspielermodus. Ich habe es schon im Intro vergessen. Ja, tatsächlich kann man dieses Spiel auch alleine spielen. Ich habe es ja in den Regeln grob erklärt. Ja, und zwar spielt man da das Spiel ungefähr rückwärts. Letztendlich fängt man an und will dann rausfinden, was die Urahnen von einem sind. Dabei wird bei der Siegpunktvergabe auch darauf geachtet, dass man das ein bisschen thematisch macht. Also man darf Handwerker und Aristokraten und Ähnliches nicht verkreuzen. Das kommt nicht so gut für die Siegpunkte. Und dabei möchte man halt eben möglichst viele Siegpunkte generieren. Wieso gehe ich da jetzt nicht so stark drauf ein? Ganz einfach deshalb, das Vermächtnis ist für mich kein Einzelspielerspiel. Das ist ein Spiel, bei dem wir Siegpunkte generieren, aber ich muss sagen, der Einzelspieler, das ist ein nice to have. Es ist was man mal machen kann, aber ich würde niemandem sagen, du suchst ein Einzelspielerspiel, nimm das Vermächtnis. Es ist schön zu haben, es macht nichts falsch, aber der Fokus des Spiels ist halt einfach bei 2 bis 4 Personen. Gut, jetzt gehe ich nochmal kurz in mich und überlege, ob ich noch was vergessen habe. Nein, ich glaube nicht. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Im Spielbrett, was die alle einzeln machen, erkläre ich gleich. Was sehen wir? Wir sehen 4 verschiedene Länder. Diese Länder haben Städte und in den Städten gibt es entweder 2 Positionen oder eine Position zu besetzen. Hier seht ihr Länderkarten, 3 Stück.